gehört, sie heißen Julian Pfeiffer. Ein Mann oder eine Frau? Und passen, wir leben ja hier nicht in 1984. Und ich glaube, der Tisch ist einfach kein Mann. Das ist so. Ja, die Matratze ist nur selten eine Frau. Ich bohre meine Löcher weiterhin nicht mit der Bohrerin. Ich gehe zum Arzt und nicht zur Heilkraft. Und das Wort Lehrer bezeichnet definitiv nicht einen männlichen Lehrer, sondern das Wort Lehrer kommt, warum da? Das kommt vom Verb lehren. Und aus Verben wird im Deutschen ein Hauptwort, indem man die Infinitivendung weglässt und stattdessen er hinten dran hängt. Bohren, Bohrer, lutschen, Lutscher, Lehrer. Wenn man an den Lehrer noch die Endung in anhängt, wird aus dem geschlechtsneutralen Lehrer eine Frau. Mit anderen Worten. Für weibliche Lehrpersonen gibt es ein eigenes Wort, für männliche nicht. Das ist eine Benachteiligung für uns Männer, mit der ich sehr gut leben kann. Ja. Und bitte, nicht, dass wir es falsch verstehen. Ich bin absolut für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Männern und Frauen und allen Menschen, die sich da nicht einordnen können.